Habeck weiß nicht, wie der Industriestrompreis ist und wird am Ende ganz freundlich von der FAZ-Journalistin nochmal aufgeklärt, dass er hier eigentlich klassische Planwirtschaft betreibt. Erstmal geht es aber natürlich darum, wie man mit dem Haushaltsloch klarkommt. Naja, wir haben ja gerade gespart und Sie haben gesehen, wie die freundliche Begleitung ausgeblieben ist, um es mal höflich zu formulieren. Sparen heißt ja, man kürzt, man nimmt etwas weg. Jetzt ist es vor allem der Agrardiesel gewesen. Ach, unser tragischer Held. Jetzt hat er schon gekürzt und dann gehen die Bauern auf die Straßen und demonstrieren. Die eigentliche Frage wäre ja, wo kürzt man? Also zum Beispiel gibt Deutschland für aktuelle Entwicklungshilfeprojekte 68.642.751.035 € aus. Und ich scroll hier im Hintergrund mal das ganze Dokument durch, was übrigens 970 Seiten umfasst. Da kommt einiges zusammen. Natürlich auch die bekannten Radwege in Peru oder die ökofeministische Entwicklungsperspektiven in Südafrika. Das sind alles unsere Steuergelder. Und auch wenn, welch Überraschung, die Entwicklungshilfeministerin absolut überzeugt davon ist, dass wir sehr davon profitieren, genauso wie die ganzen NGOs, die natürlich gutes Geld damit verdienen, so zeigen die Fakten leider etwas anderes. Laut der Weltbank werden 85% der Mittel für Entwicklungshilfe zweckentfremdet. Der Ökonom William Easterly rechnet sogar vor, dass in über 40 Jahren mehr als 568 Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe nach Afrika geflossen sind. Also die müssen doch langsam Südkorea übertreffen. Nein, ein Wachstum des realen BIP pro Einwohner war nicht messbar. Ja, Experten sehen sie sogar als kontraproduktiv an, weil sie örtliche Eigeninitiative und Eigenverantwortung unterwandern. Aber die Regierung überlegt ja lieber, an anderer Stelle zu sparen. Also es wäre für einen Teil des Parlaments ganz leicht zu sagen, wir erhöhen die Steuern. Mhm. Es ist aber ausgeschlossen, dafür eine Mehrheit zu finden, schon in der Koalition. Es wird für einen anderen Teil im Parlament ganz leicht sein, wir kürzen die Renten. Es ist ausgeschlossen, dafür eine Mehrheit zu finden. Ein Teil wird vielleicht sagen, kürzt bei, ich weiß nicht, welchen Leistungen. Und ein anderer Teil wird sagen, macht das Fliegen noch teurer. Und es ist ausgeschlossen, dass wir dafür große Mehrheiten finden und das Volumen reicht. So, nun schließt sich alles Mögliche aus. Und dann gehen alle nach Hause und sagen, ja, dann können wir das, was eigentlich notwendig ist, die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft durchzuhalten, nicht erreichen. Doch, das können wir. Und dazu müssen wir weder die Renten kürzen, noch die Steuern erhöhen. Im Gegenteil, sie müssen die Steuern sogar senken, damit Arbeit endlich attraktiver wird als das Bürgergeld, damit Fachkräfte nicht aus Deutschland fliehen, sondern vielleicht sogar welche zu uns kommen. Denn die Fachkräfte, die die Grünen uns immer andrehen wollen, sind halt leider zu 70% Analphabeten. Aber Robert Habeck hatte eine ganz außergewöhnliche Idee. Statt jetzt alles Mögliche auszuschließen, das war mein Versuch, wollte ich sagen, dann lasst uns doch die Quadratur des Kreises probieren. Alles Mögliche mal denken und erlauben. Ich kann Ihnen das auch nicht sagen, ob es erfolgreich endet. Und was ist diese Quadratur des Kreises? Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zu Recht wollen, nämlich über Tax Credits, Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen? Genau, ihm fällt nichts Besseres ein, als neue Schulden aufzunehmen. Da konnte man sich sogar im Bundestag nicht das Lachen verkneifen. Und natürlich wären die Unternehmen erstmal begeistert davon, weil die auch sehen, dass das Land den Bach runtergeht und die dann wenigstens noch ein paar Subventionen abgreifen können. Aber auch nur, wenn sie nach Habecks Pfeife tanzen. Aber seine nächste Aussage ist wirklich der absolute Hohn. Und ich finde, dazu gehört, und das mutet eben allen etwas zu, dass wir all die Regeln, die wir uns so in den letzten 10, 15 Jahren gegeben haben, und ich sage alle, ich nehme da gar nichts aus, auch Dinge, die den Grünen wehtun oder die ich persönlich wichtig finde, irgendwelche Vorschriften bei Emissionen oder was auch immer. Und das ist wirklich der Gipfel der Arroganz. Ja, das mutet eben allen etwas zu und dann nimmt er sich selber nicht aus. Nur dass das für die normalen Menschen existenzbedrohend ist, während ein Herr Habeck dann eben ein paar seiner Ideologieprojekte nicht direkt umsetzen kann. Und natürlich kann er sich nach wie vor nicht eingestehen, dass die Katastrophe, die wir hier im Land haben, hauptsächlich durch die grüne Ideologie ausgelöst wurde. Auf Deutschland, auf Europa ja von außen etwas zugekommen, nämlich vor allem der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Es fehlte auf einmal oder es drohte die Hälfte der Energie, die wir importieren, zu fehlen, grob gesprochen. Die konnte beschaffen werden, aber zu einem höheren Preis. Insofern sind die Preise hochgegangen, die Energiepreise und dann in der Folge alles mögliche andere. Das hat die Inflation getrieben. Inflation heißt, Leute haben am Ende, und zwar auch noch im Jahr 2024, weniger Geld. Der Wohlstand ist
geschmälert worden. Der deutsche Wohlstand ist geschmälert worden. Ursächlich allerdings ganz maßgeblich immer noch durch diesen Angriffskrieg von Putin. Und nein, das stimmt nicht. Russland hat nach dem Angriff ganz normal weiter Gas geliefert. Sie haben erst die Zahlungen gestoppt, nachdem wir den Handelskrieg angefangen haben. Herr Habeck könnte auch einfach mal von seinem Moralross absteigen und wieder rational Politik betreiben, indem er zum Beispiel Putins Angebot annimmt und wieder Gas aus Russland bezieht. Denn damit hätten wir schon mal eines der größten Probleme in Deutschland gelöst. Dann wird natürlich noch ein Unternehmer vorgestellt, der ganz treu nach dem Grünen Parteibuch arbeitet und sich auch gleich noch ein bisschen einschleimen muss. Es ist ein extrem nachhaltiges Verfahren, weil es eben natürliche Elemente einsetzt und es ist absolut kreislaufwirtschaftlich. Es ist eigentlich der beste Korrosionsschutz, den es gibt. Wenn es den nicht 170 Jahre geben würde, würde ich glauben, die Grünen hätten es erfunden. Bloß nicht auf der Schleimspur ausrutschen. Und gleich erfahren wir auch, warum er den ganzen Betrieb umstellt, weil es dafür saftig Geld gibt. Sie bekommen viel Geld dafür, 1 Milliarde insgesamt, glaube ich, vom Staat. Glauben Sie, das ist gerechtfertigt, dass der Steuerzahler so viel bezahlt? Dazu investieren wir aber als Haus auch nochmal knapp 1,5 Milliarden obendrauf. Da werden wieder Lieblingsindustrien mit Milliarden unterstützt. Dabei kann man überhaupt nicht abschätzen, ob sich der teure grüne Stahl jemals durchsetzen kann. Trotzdem leidet er auch unter den enorm hohen Strompreisen und Habeck hat natürlich keine Ahnung davon. Einen Brückenstrompreis haben, der sollte so bei 60 Euro die Megawattstunde gedeckelt werden. Damit konnten Sie sich nicht durchsetzen. Was würden Sie sagen, was so ein mittelständisches Unternehmen wie das von Herrn Niederstein für einen Strompreis bezahlt? Das ist nach wie vor der Preis, den wir dann am Markt in 2-3 Jahren sehen werden. Darum ging es erst. Was schätzen Sie, was der im Moment zahlt? Ja, das hängt ja von seinen einzelnen Verträgen ab. Aber das kann ich also nicht sagen. Aber der Handel bewegt sich jetzt schon in diese Richtung und jetzt weiß ich nicht, wie sich seine Preise zusammensetzen. Aber wenn ich es mal umgekehrt für die Verbraucher und Verbraucher sagen kann, da die Statistiken gucke ich mir ja an, wir haben wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, immer noch Strompreise, die wir für die Kilowattstunde bezahlen, die liegen so knapp unter 40 Cent, vielleicht liegen sie auch über 40 Cent jetzt die Kilowattstunde. Wenn man neue Verträge abschließt, also sich diese Zusammensetzung der letzten Jahre noch nicht widerspiegelt, kann man die für 26 kriegen. Also da hat sich was getan. Für das Unternehmen weiß ich das nicht genau. Er zahlt 125 Euro die Megawattstunde. Also das, so was ein normaler Bürger auf der Straße nicht weiß, okay. Aber als Wirtschaftsminister sollte er das schon wissen. Übrigens, der Industriestrompreis in den USA liegt zwischen 44 und 49 Euro. Die FAZ-Journalistin klärt hier zum Glück Habeck ein bisschen auf. Der Lockruf für die Energiewende war ja immer, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Das sagen die Grünen bis heute sehr gerne. Aber so einfach ist es halt leider nicht. Wir haben Phasen, in denen sehr viel Sonne und Winde da ist und wir haben Phasen, in denen sehr wenig da ist. Und für diese Phasen erarbeitet Herr Habeck jetzt gerade eine Kraftwerksstrategie. Wir brauchen ungefähr 50 Gaskraftwerke, um eben in solchen Phasen, die dann einspringen sollen, wenn wir Lücken haben. Und das ist unheimlich teuer. Das sind 60 Milliarden bis zu, die das kosten wird. Genau, da bauen wir jetzt lieber wahnsinnig teure Gaskraftwerke, die ja als die teuerste Art, Strom zu erzeugen, gelten. Aber Habeck schiebt die Schuld natürlich auf die Vorgängerregierung. Die hohen Netzentgelte, die wir jetzt zum Beispiel in diesem Jahr tragen, liegen aber vor allem daran, dass die Netze nicht ausgebaut wurden. So kann man sich's natürlich auch zurechtdrehen. Eigentlich liegt es daran, dass Robert Habeck klassische Planwirtschaft betreibt. Er wollte massenweise Windkraftwerke im Norden Deutschlands, ohne dass es Stromtrassen dafür gibt oder Speichermöglichkeiten. Und das heißt eben nicht nur, dass diese häufig abgeschaltet werden müssen, weil sie eben nur Strom liefern, wenn der Wind weht und das ist nicht zwangsläufig dann, weil man den Strom auch gebrauchen kann, sondern wir müssen auch noch die Windparkbetreiber dafür bezahlen, wenn sie die Windräder abschalten. Im Jahr 2022 wurden aufgrund von Überlastungen im Stromnetz 2,7 Milliarden Euro Kosten verursacht. Nur aufgrund der erneuerbaren Energien. Und das, obwohl wir doch jetzt das Problem mit der blöden Atomenergie gelöst haben, die ja immer die Leitungen verstopft hat. Weil die Atomkraft in den Netzen natürlich immer zur Verstopfung führt. Aber Habeck rückt natürlich von seiner Ideologie keinen Millimeter ab. Bin ich der festen Überzeugung, dass mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, und die sind ja in den Gestehungskosten, das sehen wir ja günstiger als die fossilen Kraftwerke und meiner Ansicht nach auch deutlich günstiger als neue Atomkraftwerke, die wahrscheinlich ökonomisch beste Lösung haben. Das Problem ist, und das ist ein Problem, alles muss jetzt in 6, 8, 15 Jahren passieren. Nein, es muss nichts in 15 Jahren passieren.
Deutschland war 2021 gerade einmal mit 1,76% am weltweiten CO2-Ausstoß beteiligt. Und ich kann Robert Habeck sogar beruhigen, da im Jahr 2023 18.100 Unternehmen Insolvenz angemeldet haben, dürfte der CO2-Ausstoß also jetzt deutlich geringer sein. Ach, Insolvenz, ich Dummerchen. Ich meine natürlich, die haben nur aufgehört zu verkaufen. Und Frau Löhr bringt eigentlich das Problem genau auf den Punkt. Wir haben im Moment einen Staat, der sehr unternehmerisch vorgeht. Das ist ja die Grundauffassung, die in Herrn Habecks Ministerium jetzt quasi die Politik lenkt, dass der Staat weiß, welche Unternehmen haben eine Zukunft, wen muss man hier im Land ansiedeln, wen brauchen wir dringend. Und da werden sehr, sehr hohe Summen ausgegeben, die natürlich für andere Dinge fehlen, die auch finanziert werden könnten und die auch fehlen, um die Wirtschaft in der Breite zu entlasten. Und genau das ist das Problem. Die Regierung meint, sie wüsste alles besser und müsste alles bis ins Kleinste regeln und bestimmen. Und wir alle spüren, wohin diese Planwirtschaft führt. Jetzt spricht Frau Löhr aber den allerwichtigsten Punkt an. Ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass es letztlich eine Dauersubvention wird, weil wir einfach nie diese gewaltigen Mengen an Ökostrom und dann irgendwann an Wasserstoff haben werden, die nötig wären, um eben alle energieintensiven Betriebe in der Vielfalt, wie wir sie bislang haben, hier im Land zu halten. Aber darauf reagieren die Unternehmen ja auch, indem sie abwandern. Die Zahl der Unternehmen, die aus Kostengründen aus Deutschland abwandern, ist so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Sie geben beispielsweise der amerikanischen Firma Intel 9,9 Milliarden Euro Subventionen, damit sie sich in Sachsen-Anhalt ansiedeln. Sie haben ein strategisches Interesse. Der Jahresgewinn der Firma Intel betrug in den letzten beiden Jahren zusammen 9,7 Milliarden US-Dollar. Das heißt, der deutsche Steuerzahler beschenkt Intel mit etwa der Summe, die das Unternehmen in zwei Jahren an Gewinn gemacht hat. Und dafür bekommen wir kein Klimageld? Ja, eine berechtigte Frage. Und jetzt stolpert Habeck natürlich über seine eigenen Füße, indem er mehrfach behauptet, die Chips würden aktuell aus Thailand kommen. Halbleitern, also Mikrochips, in Deutschland zu produzieren. Und sind wir bereit, einen Preis dafür zu zahlen? Und klar, man kann auch sagen, nein, sind wir nicht. Wir wollen, dass lieber woanders produziert wird oder wir wollen das Geld lieber für was anderes ausgeben. Nur müssen wir sehen, dass die Dinger halt überall sind, wirklich überall. Und im Moment haben wir fast keine Produktion in Europa und auch nicht in Deutschland. Aber und dieses überall ist ja nicht irgendwo, sondern meistens Fernost. Thailand ist ein großer Produzent dafür. Jetzt sieht ja jeder, was da los ist und los sein könnte. Und die Chips aus Thailand kommen ja nicht mit dem Taiwan. Danke, Frau Löhr. Taiwan. Kommen ja nicht mit der Brieftaube, ja, sondern die werden transportiert durch die halbe Welt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir an der Stelle eine eigene Resilienz schaffen. Interessant, dass Ihnen scheinbar vor allem der Transportweg nach Deutschland stört an den Chips. Aber dass wir dadurch eine Resilienz haben, ist natürlich völliger Unsinn. Der Großteil der Chips wird nach wie vor von Taiwan importiert werden. Und sollte China tatsächlich Taiwan angreifen und es somit zu einer Chipknappheit kommen, wohin wird dann wohl ein US-Unternehmen die Chips liefern? Genau, America first. Stattdessen müsste man die Rahmenbedingungen verbessern, also niedrigere Energiepreise, weniger Steuern. Und dann kommen die Firmen, ohne dass man ihnen Milliarden Bestechungsgelder zahlen muss. Wenn euch diese Zusammenfassungen gefallen, gerne liken, teilen und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal.